Ja. Ich stelle um diesen Trailer, den ihr jetzt vielleicht hier zum ersten Mal seht, wird aber auch immer wieder in rezidivierenden Abständen in den nächsten Tagen, wenn nicht gar Monaten, erscheinen, weil ihr seht's ja hier, muss ich jetzt nicht extra vorlesen. So bringt das alles auch nichts. Ich erhoffe mir von dem neuen Konzept tatsächlich, dass sich Menschen bei mir melden, entweder per Mail, per Telefon oder per Skype, um dann einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu starten, mit möglicherweise auch viel schlechten Sachen, die man da erfahren hat, mit möglicherweise auch vielen guten. Das scheint mir jetzt wirklich wichtiger, darüber zu reden, Tipps zu geben, wie der oder die aus der Situation gekommen ist oder der oder die vielleicht auch in die Situation reingeraten ist. Allemal besser als morgen, übermorgen, in 3 Monaten wieder was zu bringen, wie viel Senioren aus dem Altersheim rausgeflogen sind, um dort Ankömmlinge zu bringen. Also das erscheint jetzt hier garantiert mal die nächsten Wochen, was nicht heißt, dass zwischenzeitlich auch noch mal was anderes geschehen kann. Das muss dann aber schon wirklich extrem lustig sein oder extrem brutal. Ansonsten bleibe ich jetzt hier auf meinem Stil, hoffe, dass sich da jemand meldet, freue mich drauf und ja, dann vielleicht bis gleich. Könnt ihr dann wieder schauen bei VK, BitChute, Odyssey. Und getrailert wird es dann halt bei Rumble und dreimal YouTube. Aber auch dort wird es eben als Trailer, wie auch der Hauptfilm, sich immer wieder wiederholen. Mal schauen, was da geschieht. Macht's gut. Tschüss.